Herzlich willkommen bei DRI Home in einem Kooperationsprogramm heute Taste of Science zwischen dem Springer Nature Verlag und Geist Heidelberg, dem Wissenschaftsfestival am Deutsch-Amerikanischen Institut in Heidelberg. Ich freue mich heute ganz besonders, zwei Wissenschaftler zu Besuch zu haben im Programm, die sich nicht nur der Physik, sondern auch dem Genuss sozusagen widmen und die beiden Bereiche, Lebensbereiche auf einzigartige Weise verbinden miteinander. Professor Lutz Kasper ist Leiter der Abteilung Physik an der PH Schwäbisch Gmünd. Herzlich willkommen. Ja, guten Tag auch von mir und ganz besonderen Dank an Geist Heidelberg und Springer Nature für diese Einladung zu dieser wirklich tollen Veranstaltung. Und sein Kollege Patrick Vogt, der am Mainzer Fortbildung, in Mainz Fortbildungen macht für Lehrerinnen und Lehrer am Institut für Weiterbildung und Fortbildung. Jetzt, was ist die Frage, die Physik berührt in Bezug auf Wein, mit uns klären will, ansprechen will und hinreißende Experimente präsentiert, zusammen mit seinem Kollegen in einem kleinen Video, das sie vorbereitet haben. Ein Vorausblick auf das Buch Physik und Barrique, eine Weinprobe in 10 Experimenten, das Ende des Jahres 2021, nächstes Jahr, erscheint und auf das wir uns besonders freuen. Es erscheint hier und wir sind heute hier bei DRI Home. Viel Spaß. Ja, einen schönen guten Tag auch von mir. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Wir freuen uns sehr, dass wir heute dabei sein dürfen. Schönen guten Tag. Mein Name ist Lutz Kasper. Ich bin Physikdidaktiker und arbeite an der Pädagogischen Hochschule in Schwäbisch Gmünd. Mein Name ist Patrick Vogt, ebenfalls Physikdidaktiker, und ich arbeite am Institut für die Fort- und Weiterbildung in Mainz. Wir möchten Ihnen heute gerne einen kleinen Einblick geben in unser schönes Thema Physik mit Barrique. Und dazu starten wir standesgemäß mit einem Experiment. So, und bei uns wird die Weinprobe angepfiffen. Ja, das nutzt du doch gleich mal aus, um zu schauen, wie dein Alkoholgehalt ist. Wunderbar. Machen wir doch gleich noch eine Vergleichsmessung. Okay. Wie schaut's aus? 0,0. Noch.
Zum Wohl. Zum Wohl. Schon deutlich der Sekt, ne? Der Null. Okay. Jetzt kommt der Hammer. Nichts für schwache Nerven. Ja, und wem das alles zu viel Wein ist, für denjenigen können wir natürlich auch den Rotwein wieder in Wasser zurückverwandeln. Mit unserem Weinomat. Genau.
Nee. Ja, wenn Sie an diesen oder ähnlichen weiteren Experimenten Interesse haben, dann können wir Ihnen empfehlen, das Buch Physik mit Barrique, eine Weinprobe in 33 Experimenten, das voraussichtlich im Frühjahr 2022 bei Springer erscheinen wird. Vielen Dank. Tschüss. So, zwei der im Video gezeigten Experimente möchten wir Ihnen noch im Detail vorstellen. Und zwar einmal die Bestimmung des Drucks in einer Sektflasche und einmal die Bestimmung der Schallgeschwindigkeit beim Entkorken einer Weinflasche. Ja, wie groß ist der Druck in einer Sektflasche? Da gucken wir uns zunächst nochmal die Definition des Drucks an. Der Druck ist definiert als die Kraft pro Fläche, P der Druck, F die Kraft, A die Fläche. Wenn wir uns also vorstellen, wir haben eine Fläche von einem Quadratmeter, da wirkt eine Kraft drauf von einem Newton, so haben wir einen Druck von einem Pascal, ein Newton pro Quadratmeter. Ist eine sehr kleine Druckeinheit, im Alltag gebräuchlicher ist es Bar. Zur Umrechnung müssen wir hier das Komma um 5 Stellen verschieben oder anders gesagt, ein Bar wären 100.000 Pascal. So, welche Kräfte wirken denn beim Sektkorken, der emporschießt? Wir haben einmal die Reibungskraft zwischen dem Sektkorken und dem Flaschenhals und zusätzlich eine Kraft, welche den Korken beschleunigt. Zunächst, wie kann man die Reibungskraft bestimmen? Und hier haben wir bewusst einen Industriesekt genommen, kein schöner Winzersekt, dass wir den Korken nochmal in die Flasche reinbekommen und haben an dem Korken einen Haken platziert, an dem wir dann ein Kraftmesser befestigen können. Wenn man den Korken herauszieht, kommt man auf einen Wert von 75 Newton. Eine Reibungskraft zwischen dem Korken und dem Flaschenhals von 75 Newton, was in etwa der Gewichtskraft von 75 Tafeln Schokolade entspricht. Zusätzlich wirkt eine Kraft, welche den Korken beschleunigt. Sie sehen rechts dargestellt eine Stroboskopaufnahme und was wir jetzt gemacht haben, ist, wir haben mit einer Videoanalyse-Software die Beschleunigung berechnet. Und da gucken wir uns an, die ersten Zentimeter, in denen der Korken beschleunigt, das waren 6 Zentimeter. Es werden hierfür benötigt 4 Millisekunden. Sie kennen vielleicht aus Ihrer Schulzeit noch die Beziehung für die gleichförmig beschleunigte Bewegung, S gleich 1/2 AT². Wenn wir diese Beziehung nach A auflösen und die Zahlwerte einsetzen, kommen wir auf 7500 Meter pro Quadratsekunde oder anders ausgedrückt in etwa 750 G. Diese Beschleunigung müssen wir jetzt noch multiplizieren mit der Masse des Korkens und erhalten so dann die beschleunigte Kraft von 52 Newton. So, wie können wir jetzt damit den Druck berechnen und passt dieser berechnete Druck auch zur EU-Richtlinie? Es ist so, dass ein bestimmter Druck tatsächlich vorhanden sein muss in der Flasche, sodass man von einem Sekt sprechen darf. Ja, der Druck ist die Kraft pro Fläche, P gleich F durch A. Die Kraft setzt sich zusammen aus der Summe aus der Reibungskraft plus die beschleunigende Kraft. Die Fläche A entspricht einer Kreisfläche, Pi mal R², R der Innenradius des Flaschenhalses. Und wenn wir die Zahlwerte einsetzen, kommen wir auf einen Druck von 4,7 bar. Zur Veranschaulichung, es
Diesen Druck, den hätten wir auch, wenn wir 47 Kleinwagen zu jeweils einer Tonne stapeln würden auf einer Fläche von einem Quadratmeter. Oder ein weiteres Beispiel aus dem Alltag, das entspricht in etwa auch dem Druck in einem Fahrradreifen. Das ist der Überdruck, der in der Flasche vorhanden ist infolge des gelösten CO2s. Möchte man den absoluten Druck in der Flasche haben, muss man den äußeren Druck noch dazu addieren, den atmosphärischen Druck von einem Bar, sodass wir insgesamt einen Druck haben von 5,7 Bar. Passt das nun zur EU-Richtlinie? Und die Antwort ist ja. Man spricht von Qualitätsschaumwein, unter anderem dann, wenn der Überdruck mindestens 3,5 Bar beträgt. Und zwar ein Druck, der zustande kommt durch das bei der Flaschengärung zustande gekommenen CO2. Also mit 4,7 Bar Überdruck liegen wir da deutlich drüber, sodass der genutzte Sekt, ich glaube, man darf sagen, es waren Rotkäppchen trocken, tatsächlich auch die EU-Verordnung erfüllt. Soweit zum Druck in der Sektflasche. Wir kommen nun zum zweiten Experiment, Bestimmung der Schallgeschwindigkeit beim Entkorken. Und da gebe ich das Wort ab an Kollege Kasper. Ja, das heißt, wir wechseln jetzt von der Mechanik in die Akustik. Und die Erklärung der Schallgeschwindigkeit läuft dann auch über die Größen der Wellenlehre. Und die haben wir hier auf der nächsten Folie dann einmal zusammengestellt. Gut, und die Frage ist, welchen Einfluss hat die Rohrlänge auf die Eigenfrequenz? Warum Rohrlänge? Wir haben es beim Flaschenhals, ich habe zufällig einen hier, ich habe immer einen bei mir, haben wir es natürlich mit einer schwingenden Luftsäule zu tun, die in einem rohrförmigen Flaschenhals steckt. Und was wir noch brauchen an Größen aus der Wellenlehre ist die Wellenlänge Lambda und wir brauchen auch die Frequenz später. Die Schallgeschwindigkeit, die dann ins Spiel kommt, die lässt sich berechnen als Verhältnis von Wellenlänge pro Periodendauer. Und wenn wir für die Periodendauer das Reziproke einsetzen, nämlich die Frequenz, dann bekommen wir zu der bekannten Gleichung, Schallgeschwindigkeit ist Wellenlänge mal Frequenz. Und jetzt können wir auf die schwingenden Luftsäulen zukommen. Und wir haben hier uns für Orgelpfeifen entschieden. Ja, was hat jetzt eine Orgelpfeife mit dem Flaschenhals zu tun? Es ist halt die Geometrie, die beide verbindet. Es gibt zylinderförmige, schwingende Luftsäulen. Und mal sind die länger und mal sind die kürzer. Und wir haben es beim Flaschenhals, also ich habe den hier nochmal, wir haben es damit zu tun, dass es eine sogenannte gedackte oder gedeckte Pfeife ist. Also sie ist nach unten durch den Pegel abgeschlossen, nach oben offen. Und für solche schwingende Luftsäulen oder für solche Systeme gilt, dass genau eine Viertelwellenlänge in das Rohr hineinpasst, also in diesen Flaschenhals. Und jetzt für uns noch interessant, für die Bestimmung der Schallgeschwindigkeit, wie lang ist dieses Rohr? Und da sieht man an den Gleichungen, die wir hier und an den beiden Skizzen, die wir hier auf der Folie haben, dass die Länge des Flaschenhalses doch eine erhebliche Rolle spielt, denn die Gleichung F gleich C durch 4 mal Länge des Flaschenhalses gibt uns die Frequenz an. Und man erkennt aus diesen Zusammenhängen, dass wenn der Flaschenhals länger ist, also wenn L größer wird, wird die Frequenz entsprechend kleiner. Und das kann man auch tatsächlich ganz einfach testen. Im Übrigen muss man nicht immer, obwohl das natürlich ein schöner Akt ist, einen Korken zu ziehen. Wir haben auch eine schulfreundliche Variante entwickelt. Das reicht tatsächlich das berühmte Fingerploppen. Und ich versuche mal, ob man das hören kann. Ja, klingt ungefähr nach Weinkorken. Und jetzt gieße ich mal ein bisschen ab davon. Das heißt, ich mache die Rohrlänge etwas länger und Sie haben noch das erste Geräusch im Ohr, deutlich tiefer. Das Rohr ist auch länger geworden. Wir haben im Übrigen auch hier eine Skala angebracht. Da kann man tatsächlich schülerorientiert mit Wasser arbeiten, wenn man das mit dem Wein nicht möchte. Gut, nun haben wir also die Zusammenhänge und jetzt können wir an das Experiment herangehen. Da bräuchte ich die nächste Folie, genau. Wenn wir es ganz genau machen wollen, brauchen wir noch die sogenannte Mündungskorrektur. Bis jetzt spielt in unseren Betrachtungen der Durchmesser oder der Radius des Rohres noch keine Rolle. Bei solchen kurzen Rohren spielt das allerdings schon eine Rolle, sodass wir es etwas genauer hinbekommen, wenn wir die Mündungskorrektur mitnehmen. Die fällt nicht groß aus, ungefähr 0,6 mal Innenradius des Flaschenhalses. Der ist 1 Zentimeter, das hatten wir vorhin ja schon gesehen.
Und dann führen wir das Experiment aus. Das war in dem Videobeitrag von vorhin zu sehen. Und hier sieht man dann mit einer geeigneten App, die uns Frequenzen anzeigen kann, einen ganz deutlichen Peak. Und dieser Peak gibt uns die Grundfrequenz dieses Geräusches an. Und man kann das auslesen. Die App gibt uns in dem Fall 1204 Hertz an. Und wenn man das jetzt in unsere Gleichung einsetzt und die Mündungskorrektur berücksichtigt, dann erhält man einen Wert von 332 Meter pro Sekunde für die Schallgeschwindigkeit. Jetzt muss man noch, um endgültig sich sicher zu sein, natürlich die Temperatur mit kontrollieren. Das Experiment fand statt bei Zimmertemperatur von ca. 20 Grad Celsius. Und für diesen Wert gibt uns die Literatur an, dass die Schallgeschwindigkeit 343 Meter pro Sekunde betragen sollte. Wir machen also einen relativen Fehler von nur 3%. Und das zeigt uns, dass man mit diesem Experiment doch erstaunlich gut die Schallgeschwindigkeit bestimmen kann. Ja, soweit zum Plop mit dem Korken. Wenn Sie an solchen oder auch an weiteren Experimenten noch Interesse haben, dann können wir auf unser Buch verweisen, Physik und Barrique, eine Weinprobe, diesmal in 33 Experimenten. Und die wird voraussichtlich erscheinen im Dezember 2021, also in ungefähr einem Jahr. Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank für diese ausführlichere Einführung nochmal von diesem Experiment. Ich bin ja schwer begeistert, wie viel sozusagen Physik da drin ist, wie viele Regeln darauf wirken, gewissermaßen, wie wir das, was da messbar ist. Was hat Sie denn inspiriert dazu, Wein und Physik oder die Physikdidaktik zusammenzubringen? Ja, es ist so, dass wir beide natürlich sehr gerne Wein trinken, den Wein lieben. Herr Kasper ist geboren nahe einer Weinregion, Weinanbaugebiet in Meißen, geboren und aufgewachsen. Ich selbst komme aus der Südpfalz, bin aufgewachsen in einem kleinen Ort, Arzheimer-Landau, in dem auch Weinbau eine lange Tradition hat. Meine Großeltern hatten ein kleines Weingut, meine Mutter hat es dann auch noch fortgeführt im Nebenerwerb bis 1990. Und so war uns beiden gewissermaßen die Liebe zum Wein schon in die Wiege gelegt. Und was wir auch lieben, ist natürlich unser Fach, die Physik. Und als Physikdidaktiker sind wir beide bestrebt und plädieren ganz stark dafür, Alltagskontexte in den Physikunterricht reinzubringen, durch den Alltag zu gehen mit offenen Augen für die Physik, Alltagsphysik aufzubereiten, reinbringen in den Unterricht, um da Interesse zu wecken bei den Schülerinnen und Schülern, die Motivation für das Fach zu erhöhen. Und wenn man beides zusammennimmt, war einfach klar, dass wir uns da letztlich irgendwann mal mit dem Thema ausführlicher beschäftigen müssen. Und was klar ist, man kann natürlich auch alle Experimente ohne Wein in den Unterricht reinbringen. Das sei noch ergänzt. Muss man denn also physikalisch vorgebildet oder Physiker sein, um gewissermaßen diese Messungen zu machen? Oder könnte man das auch experimentell zu Hause selbst machen? Ja, ich denke, man muss kein Physiker sein. Man kann das und man soll das durchaus ja auch, das wollen wir anregen, zu Hause selbst ausprobieren. Ich glaube aber, es hilft ungemein, wenn man eine physikalische Ausbildung hat. Zunächst mal, Physiker, Physikerinnen sind von Natur aus neugierig. Das ist so eine Voraussetzung, die man dafür braucht, um das eben, um die Physik, die Wissenschaft im Alltag zu erkennen. Und wenn man Physik studiert hat, wird man dann im Übrigen auch darauf trainiert, Vorgänge und Dinge messbar zu machen. Und genau das haben wir versucht, hier auch zu tun und diese Messungen dann auch auszuwerten und eventuell Vorhersagen zu machen. Und außerdem, wenn man Physik studiert, lernt man auch, dass es gewisse Kriterien gibt an Messungen und Experimente. Und eins davon, ein ganz wichtiges, ist die Wiederholbarkeit, die grundsätzliche Wiederholbarkeit. Und jetzt komme ich wieder zum Wein zurück. Das macht es gerade im Zusammenhang mit dem Wein natürlich sehr sympathisch und attraktiv, an dem Thema zu arbeiten. Okay, ja klar. Also ich meine, wenn die Flaschen mal offen sind, wollen wir sie ja nicht auch voll irgendwo rumstehen lassen, entkorkt. Ich glaube, da haben Sie uns auf einen guten Weg gebracht, auch im Hinblick auf unser abgespecktes Silvesterfest dieses Jahr, was aus gutem Grund abgespeckt ist, aber woran wir nicht sparen müssen, ist vielleicht der Winzersekt,
oder wenn es mal ein Industriesekt sein, dann soll das auch sein soll, dann soll das auch erlaubt sein. Jetzt, ja, vielen Dank. Ich wünsche noch also die eine oder andere gelingende experimentell physisch, aber auch kulinaristisch Weinprobe in der Pfalz und anderswo. Vielen Dank, Lutz Kasper und Patrick Vogt, dass Sie uns beehrt haben mit diesem bunten Programm bei Geist Heidelberg in dem Kooperationsprogramm, was wir heute machen. Es geht gleich weiter. Vielen Dank. Ja, wir danken Ihnen. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank auch.